Herzlich willkommen zurück, Anno 2070 mal wieder. In der letzten Folge haben wir ja Mission 1 von Kapitel 3 abgeschlossen. Dort haben wir wegen die verfügbaren Inseln wieder wegen auf die Fruchtbarkeit wegen hochgepusht sozusagen und machen jetzt mit Mission weiter. Mission 2 Sie sind weiter. Ein Störfaktor. Und ich dachte schon, ich müsste sie diesmal nicht ertragen. Ich unterstütze ihren Militärschlag. Ja, der unterstützt uns die ganze Zeit, der will uns angreifen und der... Mal schauen, was der jetzt schon wieder für einen Ärger bereitet. Der war ja bisher nichts als unnütz. Schauen wir mal, was draus wird. Also Mission 2, Kampfansage. Jetzt starten wir doch mal die Lage einfach. Gut, ich hoffe, diesmal passt der Ton. Nicht zu entschuldigen. Reizende Gegend, in die sich dieser Vater verkrochen hat. Das macht unser Vorhaben nicht leichter. Lassen Sie uns also keine Zeit vergeuden und mit den Vorbereitungen anfangen. Ja, ist schon logisch. Wir müssen jetzt vorbereiten, das Ganze, wenn wir den angreifen wollen. Weil sonst bringt uns das gar nichts. Ja gut, jetzt haben wir da eine riesen Konkurrenzstadt. Wahrscheinlich Strindberg. Damit das allen klar ist, wir bereiten uns hier auf einen militärischen Schlag vor. Wir benötigen Kriegsschiffe und müssen uns um die Versorgung unserer Stützpunkte kümmern. Strindberg, Sie wollten eine zweite Chance. Hier ist sie. Selbstverständlich, Mr. Fogg. Ich werde Ihnen eine Armada aufbauen, gegen die dieser durchgedrehte Computer keine Chance hat. Sie können sich blind auf mich verlassen. Ja, ein Computer-KI will eine Flotte bauen gegen eine Computer-KI, wenn man es mal so ironisch sieht. Der ist sonst immer so komisch. Sparen Sie sich die Beteuerungen. Wenn Sie etwas beweisen wollen, beweisen Sie es durch Taten. Das ist Ihre letzte Gelegenheit dazu. Hoffentlich baut der jetzt nicht wieder Mist, Strindberg, so wie das letzte Mal. Anlage voll Leistung gleich. So. Und nun zu Ihnen. Wir müssen eine Versorgungsbrücke errichten und den Warennachschub sichern. Das ist Ihr Part. Anforderung für Handelsflotte. Ein Schelmano Tycoon. Angestellte ansiedeln, verruhen zu unser Schiff. Ich wäre doch wahnsinnig bis unser Schiff. Ach, da ist unser Schiff. Na, jetzt erstellst du mir jetzt mal die Karten wegen aufdecken. Na gut, dann sind wir jetzt wieder zurück in der nächsten Mission. Ne? Haben wir jetzt alle mitgekriegt. Wir müssen jetzt die Kriegsarmada. Ne? Scanne unbekannte Küste. Da vorne. Da sind Menschen zwischen den Ruinen. Die retten wir, ist ganz klar, ist doch kein Problem. Scanne unbekannte Küste. Decken wir natürlich erstmal die Karten schon vernünftig auf. Weil das ist später vom Vorder, wenn uns Faser die ganze Zeit angreift, hätten wir schon mal wissen, wo ist was auf der Karte. Jetzt greift er uns ja Gott sei Dank noch nicht an. Aber dann müssen wir ja ausgehen, dass er uns irgendwann angreift. Wollen wir mal schnell da her. Retten wir mal erstmal die Personen da unten. Das ist so eine gute Insel, weil da können wir Hartweizen abbauen. Das ist schon mal ganz praktisch. Hey, auf dich kann man zählen. Können wir später bestimmt nutzen. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Ruin macht uns die Hölle heiß. Wie viel haben wir jetzt? 8.
Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Lohnt sich die Hölle heiß machen? Jetzt sag nicht. Nicht du hast mit Leuten wie dir, kann man echt was an... Jawohl. Das sind gute Neuigkeiten. Alle Systeme bereit. Wesentlich geringen Einflussbereich wollen. Erwarte Ihren Befehl. Stillgelegte Produktionsanlage. Den Trick kenne ich auf jeden Fall. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Produktionsanlage. Das war schon immer das. Die nimmt später Schrillberg in Besitz. Wenn nicht recht schnell sind. So haben wir die Inseln noch zusätzlich für uns. Das muss man sagen. Unsere Insel, das kann ja nicht, das hier nicht von vorne. Registriere Energieknappheit. Schon Stahl produzieren, was man so nie schaffen wird. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, da müssten wir erstmal mit die Angestellten, mit die Tycoon-Angestellten wesentlich höher auf. Das will ich dazu sagen. So, jetzt warten wir mal, bis die Energiekrise vorbei ist. Anloch jetzt mal wieder in Betrieb. Schau, ob das was wert. Spulen wir mal ein bisschen, bis da wieder die Produktion aufgenommen wird. Entschuldigung. So. Ein Eisen ist schon drin. Was haben wir denn da jetzt für Probleme? Da ist kein Eisen drin. Die sind im Einflussbereich wieder. Achtung, Produktionsstillstand. Eine Eisenschmelz, über Eisenschmelz. Die läuft jetzt schon auf 60%, die läuft nur auf 40%. Das muss ich irgendwie mal auf 100 einpendeln irgendwann. Die läuft da voll. Warnung. Produktion gestoppt. Voll mit irgendwas, ey. Kohle haben wir zu viel. Die müssen wir heute aktivieren, damit die nur wieder voll läuft. Jetzt läuft die voll gleich.
Jetzt haben wir da drei drin, jetzt kann da die Produktion hochgefahren werden. Wenn die mal wieder auf 100% läuft, dann passt, dann produzieren wir richtig Strom, können wir die zweite auch schneiden. Achtung, Produktionsstillstand. Wobei der wegen Opfer, weil das ist am Schluss, das ist eh cool. So. Das Schiff nehmen wir wieder mit. Das brauchen wir da haben. Mehr Wahrscheinlichkeit. So, jetzt wieder vergessen auf die Uhr zu schauen. Mal schnell hochschauen. Fünf Minuten. So. Wenn du mehr aussteigen. So. Ihr steigt jetzt. Plus erst einmal. Könnt ihr auch mal aufgeben, wie die Steuern. Aber ich so und so lange warten wir schon, bis da wirklich die maximale Einwohnerzahl da ist. Dann zahlt ihr aber mehr. Weil, warum sitzt du? Kein Wunder, dass alle hierher ziehen wollen, wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen gezeigt wird. So. Was brauchen wir jetzt? Angestellter. Okay, also die Zweitstufen brauchen wir. Bauzellen. Natürlich die Varianten bin ich besser wie das da. Das könnte man natürlich gleich machen. Die immer brauche ich sehr gebaut. Das muss ich dazu sagen. Da muss ich natürlich zwischen den zwei Dingen wechseln. Stopp. Etwas umbauen möchte ich meinen. Machen wir 3, 6, 7. Kompaktere Bauweise, das muss man bevorzugen, weil irgendwann ist die Insel zu klein. Neue Gebäude zum Bau bereit. Jetzt haben wir da schon so ein Rieseneck wieder frei. Die brauchen natürlich jetzt Spirituosen. Das können wir natürlich bloß da unten aufbauen. Das war natürlich wieder klar. Aber gut. Dann bauen wir das halt unten, würde ich sagen. Also ähnlich wie die Bauzellen, aber wieder so blöder Felder.
so ein Transport, so ein Transportflieger lang. Möchte jetzt mal so. Registriere Energieknappheit. Ja, aber ja, das ist ganz schlecht. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ökobilanz. Werte steigen. Kann natürlich Biokost ein wenig verändern. Ich meine, Sand lädt halt nur rum mit Ei. Spiritosen in dem Fall, ne? Das Ganze ist. Wir werden da jetzt auch ein neues Schiff, wir werden gleich zwei in Auftrag geben. Weil wir werden das aller Handelsschiff da, das ist ein wenig langsamer. Dann benutzen wir lieber das schnellere. Ja, geht wenig schneller. Braucht nicht so lang. Sieht wenig schneller aus, meiner Meinung nach. In der Mitte rein. Kann das Rest mit Häuser jetzt erstmal ausfüllen. Bauen wir jetzt erstmal nicht so viel, da wir am Anfang einmal viel gebaut, aber. So, das war's dann erstmal wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das andere genannt Mission 8. Nehmen wir das Mission 9. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Spiel gespeichert. Euch noch einen schönen Tag. Also, tschüss.